Du warst mal Zuhälter? Hast du schon mal eine Frau geschlagen? Bildung einer kriminellen Vereinigung? Wolltest du schon mal jemanden umbringen? Wie groß ist dein Schwanz? Saßt du schon mal in Haft? Womit verdienst du dein Geld, außer mit YouTube? Du hast eine Escort-Firma. Erzähl mir mal eine wirklich peinliche Geschichte. Was ist die größte Summe an Geld? Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Und ihr seht schon, wir haben einen ganz besonderen Gast, den lieben Max Cameo. Schön, dass du dabei bist. Für die Corona-Faust geht. Okay, Corona-Faust noch einmal für die Schnelle. Wir machen mit dem lieben Max die Beichte seines Lebens. Heiße dich herzlich willkommen im ehrlichsten Interview deines Lebens. Bin gespannt, Digga. Und wir legen direkt los. Stell dich bitte einfach mal vor. Viele kennen mich insbesondere inzwischen für meine Hood-Videos, ne, wo ich durch Europa oder die ganze Welt reise und in Anführungszeichen gefährliche Viertel oder soziale Brennpunkte gehe. Dazu habe ich noch ein Tattoo-Studio, wo für mich auch viele Leute kennen. Also du tätowierst auch selber? Genau, ja. Ach, du bist selber? Immer noch, ja. Das ist ja das, was manchmal die Leute unterschätzen. So, bin auch so wie du, so 7 Tage die Woche am Arbeiten. 4 Tage noch regelmäßig im Tattoo-Studio. 4 Tage? Genau, und die anderen 3 Tage YouTube. Musik ist auch eigentlich das, was ich teilweise schon am längsten mache, denn mit Musik machen habe ich schon so mit 13, 14 Jahren angefangen. Mache ich zusammen mit meinem Bruder Zoman auf jeden Fall und ist so ein Herzensprojekt, macht uns Spaß und wir hauen ab und zu mal geile Rap-Songs raus. Du machst Sport? Ja, also so nicht so erfolgreich wie du. Trotzdem sehe ich besser aus. Nein. ja, also ich sag mal so, ich habe nie Wettkampfambitionen oder sowas gehabt. Bei mir ging es immer nur darum, Breite zu entwickeln, damit man sich vielleicht auf der Straße behaupten kann. Also oder auch wie der T-Shirt schon sagt, besser breit sterben als dünn leben. Genau. Ne? Mein neu erworbenes Motto durchs Powerhouse hier, das T-Shirt, hat mir auf Anhieb gefallen. Wie alt bist du jetzt? Wie alt bin ich jetzt? 34, ne? 34, ja. Ab 30 habe ich aufgehört. 85er Baujahr? 86. Ich bin 87er. Kennst du das? Ab 30 hört man auf, darüber nachzudenken. Ja. Immer wenn mich einer fragt, denke ich, wie alt bin ich jetzt? 32, 33, 34? Ich bin genauso, wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin immer noch irgendwas zwischen 30 und 32 immer. Wie hat deine Geschichte angefangen? Wie bist du zu YouTube und so weiter gekommen? Durch die Musik, denke ich mal erstmal. Nein, nee. Also Musik habe ich irgendwann aufgehört, so 2009, mit, sag ich mal, professionellen Ambitionen zu betreiben. Ne? Danach bin ich, ja, sag ich mal, ein bisschen von meinem Weg abgekommen, weil ich hatte sehr viele Hoffnungen auch in das, was ich machen wollte und habe mich dann, wie viele Leute aus meinen Videos auch wissen, gewissen anderen Sachen hingegeben. Ne? Und YouTube war im Grunde genommen so, ich habe mit Tätowieren irgendwann angefangen, weil ich irgendeine Konstante auch im Leben gesucht habe, auch finanziell eine Konstante, weil vorher war immer so auf und ab, weißt du, wissen ja viele, ich habe Escort-Service betrieben und sowas, ne? Und das war aber alles immer so dieses Straßendringen, so hoch und runter, ne? Tätowieren war so das Erste, was so konstant war und dann habe ich mir gedacht, komm, ich mache einen YouTube-Kanal, wo wir über Tattoos sprechen. Das lief und lief immer so vor sich hin und irgendwann habe ich aber gedacht, komm ey, die anderen machen auf YouTube so persönliche Videos, machen wir auch mal ein paar persönliche Videos. Damit habe ich angefangen, parallel habe ich aber ein Video gemacht, wo ich ein Bordell zeige und dieses Video... Dein Bordell? Vom Bekannten. Und das war dann halt so, dass ich das Video gemacht habe und irgendwann... 2-3 Monate nachdem das Video draußen war, hat der Algorithmus mich berücksichtigt und mich vorgeschlagen mit dem Video. Und dann ging YouTube los. Erzähl mir mal eine wirklich peinliche Geschichte, die du noch nie jemandem erzählt hast. Okay. Es ist eine lustige Geschichte, die kann ich auch erzählen, nicht weil ich die selber lustig finde. Weiß nur nicht, ob das Video dann monetarisiert wird, als ich Kind war. Ich habe immer meinen Schwanz in der Schublade eingeklemmt. Pass auf. Aber wie? Nein, ich war Kind, pass auf, als Kind, so jung, weißt du, Grundschule mäßig. Wie alt? Digga, frag mich nicht. Ja, Grundschule, 8 Jahre, 9 Jahre oder so. Ne, 7 oder 8, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hatte so eine Kommode und oben waren meine Kassetten drin, ja. Und ich war so voll müde aufgestanden und so und wollte mir morgens so eine Kassette holen, um die in meinen, weißt du, diese Sony damals, diese bunte, den wir damals alle hatten, so diese Kassettenrekorder. Und ja, daran merkt man auch, wie gut bestückt ich bin. Mein Schwanz hing irgendwie aus meiner Unterhose raus. Ich hab's aber nicht gemerkt, ich war voll müde. Ich hole die Kassette raus und der, das ist jetzt, also es klingt jetzt so, als wäre der so, das ist natürlich jetzt nicht, weißt du, der hing irgendwie da rein, Digga, das ist kein Spaß, der hing da rein, obwohl er ist jetzt so, ist jetzt nicht so krass, wie man sich das denkt, ne, so, auf jeden Fall, der hing da so rein in diese Schublade, ne, so, und ich mach so aus Reflex die Schublade zu, bam,
Digga, das waren Schmerzen, ne? Ich habe erstmal gedacht, alter Eichel ist abgeklemmt. So. Und seitdem bist du beschnitten. Beschnitten wurde ich danach noch tatsächlich, ne? War aber nicht so schlimm, wie es dann auf den ersten Dings war. Ist ja weiches Gewebe, weißt du, das hält das schon ganz gut aus. Das war aber grün und blau, ne? Also so für 2 Wochen, ne? So, dann bin ich durch meine Eltern erstmal eine Woche oder so aus der Schule gelassen worden. Ich konnte keine Unterhosen anziehen, Alter, ne? Egal, wo der dran kam, Alter, das tat weh. Ich glaube, das ist mit die lustigste Geschichte, die ich in meinen Interviews gehört habe. Ja. Trends incoming, Alter. Ist kein Scheiß. Also es ist wirklich kein Scheiß. Es ist wirklich passiert. Womit verdienst du dein Geld, außer mit YouTube? Ja, wie ich schon gesagt habe, Tattoo-Studio, ne? Mhm. Das ist auch Real Talk-mäßig die Haupteinnahmequelle eigentlich, ne? Also wenn YouTube irgendwann mal so viel Cashes bringt, so dass man da weniger machen kann, wäre das natürlich eine Option. Aber dadurch, dass ich anscheinend nicht der werbefreundlichste Kandidat bin, ich habe keinen einzigen Sponsor zum Beispiel auch, ne? Wann hattest du deine letzte Schlägerei? Also richtige Schlägerei, da haben wir eine Diskothek auseinandergenommen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre oder sowas her. Eine Diskothek auseinandergenommen? Ja. Ja, das war die Tür, ja, haben wir jetzt nicht damit gerechnet, dass wir wie wilde Löwen werden, wenn die anfangen mit Pfefferspray rumzusprühen. Und wenn du jemanden mit Pfeffer, der eine Brille trägt, Pfefferspray direkt in die Augen sprühst, ist es halt nur so, erst wenn du anfängst zu schwitzen, wirkt das. Ne? Da kannst du halt noch ein bisschen Gas geben. Dann ist das ganze Pfefferspray in die Diskothek reingezogen. Die ganzen Frauen kamen heulend aus dem Laden raus. So ein bisschen Absperrung geworfen auf die Türsteher und so. Und ja, also das war so die letzte große Schläge. Dann kommen wir mal zu langsam etwas ernsteren Fragen. Okay. Wollen wir einen Schluck hier trinken? Du kommst ja aus einem etwas anderen Milieu. Ja. Du warst mal Zuhälter, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann. Klar, das wird so platt als Begriff dahin geworfen, ne? Trotzdem, weiß ich nicht, ich glaube niemand, der so vielleicht mit irgendwelchen Frauen oder so zu tun hat, wird sich jetzt selber so bezeichnen. Ja, du warst eher so der Manager. Ja, kann man so sagen. Ne? Also du hast eine Escort-Firma gehabt? Das war dann noch was ganz anderes Thema. Das war ganz anderes Thema. Ne? Also wenn wir jetzt von den alten Sachen früher sprechen, die Erfahrungen, die man gemacht hat, das geht dann vielleicht mehr in das Thema, dass man mit jemandem ist und da ein bisschen Geld kriegt. Aber so die Escort-Sache und so, das ist eine Sache, wo es dann später schon eine richtige Firma mit weiß GmbH und so. Ah, okay. Ne? Also richtig offiziell. Richtige offizielle Sachen mit Website und so. Ne? Hast du schon mal eine Frau geschlagen? Selbst wenn ich so wäre, würde ich es nicht sagen. Nein, also ich kann es nur jedem sagen, grundsätzlich, jeder Mann, der eine Frau schlägt, in meinen Augen ist eine Pussy. Und wenn ich das sehe draußen oder so, wäre ich auch sofort dazwischen irgendwie. Also ich finde grundsätzlich gibt es selbst, wenn es so gewesen wäre, dass der ein oder andere das gemacht hat. Also ich kenne jetzt keinen, der jemals so einen Fehltritt begangen hat und im Nachhinein sagen würde, ich würde es wieder tun. Ja. So, ich finde, das ist eine Sache, die Frauen sind auf unserer Augenhöhe. Trotzdem haben wir manchmal kräftemäßig einen Vorteil. Aber grundsätzlich inzwischen rate ich eigentlich jedem zu Kommunikation und nicht Gewalt. Was war die schlimmste Anzeigestrafe, die du jemals bekommen hast, die auch mittlerweile verjährt ist, oder? Ich bin ja relativ straffrei. Also ich habe auf jeden Fall war ich in einer Ermittlung wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. So, das hat zu nichts geführt. Ne? Ansonsten klar, Waffenbesitz, so Geschichten, Körperverletzung. Ja, diese Kleinigkeiten halt so, ne? Aber immer zum Glück alles fallen gelassen und... Die man halt so aus dem Milieu kennt. So, sowas, ne? Ne? Solche Geschichten halt, ne? Körperverletzungen. Genau. Wolltest du schon mal jemanden umbringen? Oder umbringen lassen? Also, wenn, würde ich es mit meinen eigenen Händen tun. Gibt mit Sicherheit Gedankenspiele mit einigen Leuten da draußen, wo man mal drüber nachdenkt, ja, aber solange The Purge nicht real ist, so, also wenn wir The Purge abarbeiten, da gibt es so eine kleine Liste, aber ansonsten, nein, egal, ich will mein Leben leben und... Wäre ich auch dafür? Ich gehe positiv... An die Regierung mal einen Gedankengang? Ja. Einfach, ne? Mal geteilt von uns jetzt? Ich gehe positiv nach vorne und versuche, mein Ding zu machen und der ganze Hate von irgendwelchen Leuten ist nur negativer Ballast.
Palast. So, da kannst du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du dich nur auf diesen Hate konzentrierst und darüber nachdenkst, wen will ich jetzt platt machen. Denk lieber darüber nach, was du besser machen kannst als die anderen. Aber jetzt, deine Kassettengeschichte geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Da habe ich einfach mal eine direkte Frage. Wie groß ist dein Schwanz? Ja, auf jeden Fall so groß, dass er in der Schublade hängen bleiben kann und auch drin bleibt, wenn man so zuhaut. Ne? Hast du ihn mal gemessen? Nein, wir haben mal so ein Kondommessding von der Messe gehabt und da war so die größte Stufe. War da direkt von vornherein visuell zu sehen, dass man da gar nicht kleiner einräumen darf. Ne? Wie oft hast du dich im Leben schon geprügelt? So mal eine grobe Schätzung. Wo fängt eine Prügelei an, wo hört sie auf, weißt du? Also Hand, Schelle. Schellen geben, ja, Schellen hat viele verteilt, ne? So. Aber richtige Prügeleien, sag ich mal, üble Prügeleien, kann man bestimmt auf 5 bis 10, also so blutmäßig, kann man das reduzieren. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, egal was für Geschichten man immer von Leuten hört, ich würde mal sagen, bei jedem ist das so, dass es sich irgendwo in dieser Zahl begrenzt, auch wenn Leute durch die Welt laufen und sagen, ihr habt jeden, weißt du so. Also, was war da die schwerste Verletzung, die du mal jemandem zugefügt hast? Kieferbruch und solche Geschichten, aber das waren zum Glück dann immer mit Leuten, wo das dann so geregelt war. Danach war es geklärt und dann okay. Weißt du, nicht so wie heutzutage so Ohrfeige. Nein, ich meine genau Anzeige. Das ist ja das Ekelhafteste, finde ich, was heutzutage ist. So. Einer hat wirklich fordert es von dir, du gibst ihm und dann hat er nichts anderes zu tun, als dich anzuzeigen. Ne? Ja. Ja, traurig. Gibt es etwas in deinem Leben, wofür du dich wirklich schämst? Wovon früher irgendwo du sagst, boah, krass. Typen. Nein, alles, was man gemacht oder erlebt hat, Alter, gehört zu dem Lebensweg, den man hat, irgendwo dazu. Und nein, gibt's eigentlich nichts. Klar, du hast immer Situationen, wo du mal denkst, okay, so, aber. Ja. Was ist die größte Summe an Geld, die du jemals in einem Monat verdient hast? Kann ich nicht sagen. Was war die größte Summe an Geld, die du jemals in einem Monat verloren hast? Ich bin eigentlich so jemand, der nicht so Geld verliert. Ich bin sehr übersichtlich, was Finanzhaushalt und so angeht. Ich mache auch gar keine Schulden. Also ich habe nicht mal bei meinen Konten, wie nennt man das, Dispo, ne? Wenn du im Minus gehen kannst, habe ich nicht. Ich auch nicht, ich darf das nicht. Nein, ich hab das extra, wenn die mich fragen. Nicht. Wenn die mich fragen, ob ich das haben will, sage ich extra nein. Weil ich mich nicht in die Gefahr begeben will darüber. Das ist genauso, wenn Freunde zu mir kommen und mich fragen, ob ich denen Geld leihen kann. Wenn es hohe Summen sind, sage ich, unsere Freundschaft ist mir wichtiger, ich leihe dir kein Geld. Wenn es kleine Summen sind oder so, bin ich so. Ich sage, okay, Bruder, pass auf, ich leihe dir das nicht, ich schenke dir das. Warum? Weil ich weiß, wenn du mir das nicht zurückzahlen kannst, wird es unsere Freundschaft kaputt machen. So. Deswegen, also ich selber Geld leihen gar nicht. Also ich leihe mir eigentlich nie Geld und Geld verlieren ist auch nicht. Ne? Saßt du schon mal in Haft? Nein, zum Glück nicht. Gott sei Dank. Okay. Hast du noch abschließende Worte für die Zuschauer? Ja, einmal muss ich sagen, das sage ich bei jedem, mit dem ich Videos mache, sei mir nicht böse, deabonniert Kevin Wolter, abonniert Max Cameo, ihr wisst Bescheid. Das muss ich immer sagen. Und auf jeden Fall, ich freue mich, dass wir das hier zusammen machen. Ich hoffe, euch hat die Penisgeschichte gefallen. So, und da muss man auch Mut zu haben, ne? Das finde ich wichtig so. Das sind halt lustige Geschichten und man sollte sich nicht schämen, sowas zu erzählen. Man sollte sich auch nicht schämen, offen zu antworten. Aber man sollte auch immer bei allem mit Social Media wissen, wo man Nein sagt. Wenn man merkt, man bringt sich selber in Gefahr oder es ist nicht gut, etwas zu sagen, man sollte nicht alles sagen für Fame und Reichweite und was weiß ich. So, immer man selber bleiben. Ganz genau. Ja. Gutes Interview. Vielen Dank, dass du hier warst in Berlin. Und wie gesagt, auf Max' Kanal ist jetzt gerade ein Video von uns online. Abonniert ihn, deabonniert ihn und abonniert mich. Jetzt wieder zurück. Ja. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei...